Moin moin und willkommen zurück bei Subsistence. So, ich habe die Axt wieder eingepackt, wir sind auf dem Weg wieder nach unten. Und mal schauen, was uns jetzt alles erwartet, ne? Auf jeden Fall habe ich voll hübsche Innenarme, einfach schwarze Flecken, wunderschön. Okay, er klettert dann nicht anständig runter, wenn ich in Third Person bin. So, dann machen wir es immer so. Beziehungsweise Axt und Spitzhacke kann ich dann ja dynamisch tauschen, sobald es soweit ist. Ich muss jetzt hier halt nur aufpassen, weil hier unten sind auch Banditen unterwegs. Das habt ihr auch gehört, oder? Na toll. Echt jetzt? Okay, den ersten haben... Ehrlich, so krieg ich's hin. Nur warum wehrst ihr euch nicht? Vielleicht bin ich noch zu weit weg gewesen. Geil, direkt zwei Banditen, ne? Meter, Kupfer, Holz, Federn? Wow! Ja, danke für nichts. Und du? Warum? Das war jetzt echt nicht so der geilste Deal. Ziemlich sicher, was gehört zu haben. Ich werde mal weniger sprinten. Oh, hier den Pilz kann ich nochmal reindonnern, ne? Wenn der ich vergammelt, dann kann ich ihn noch nebenbei essen. Vielleicht war es auch unnötig, dass ich mich so gut vorbereitet habe mit Essen und Trinken. Die Käfige hier und vielleicht den Lavakäfig vielleicht auch umgebaut? Ich habe gerade nicht ansatzweise das Gefühl zu wissen, wo ich bin. Wow. Ich hätte mal mehr Wasser mitnehmen sollen. Also runter. Oben sind, da ist ja noch genug. Irgendwas stimmt hier gerade noch nicht. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, mich verlaufen zu haben. Ah ja, passt schon. Hauptsache, ihr packt keine Schrotflinte aus. Ah,
What? One hit? What? Ja, ich lass mich mal ein bisschen ausbluten. One hit? Mit dem Premium-Pfeil? Wie geil ist das denn? Ja, gut. Stoff? Das macht es tatsächlich ein bisschen einfacher. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur Kohle, ne? Ah, Kohle. Was war? So, du darfst gerne aufhören zu bluten, danke. Und jetzt heilst du dich bitte entspannt hoch. Oh. Mit dem Trinken ist halt so eine Sache. Och, jetzt habe ich nicht mal meine Proteinringe mitgenommen. Nicht einen einzigen. Das heißt, wir werden zwingend nochmal zurück müssen. Zu unserem Zwischenlager zumindest. Okay, aber so verschwende ich. Was heißt ich verschwende? Aber so sind diese Premium-Pfeile natürlich relativ schnell weg. Hä? Da hinten war noch einer, den habe ich ganz genau gesehen. Schon wieder zwei, ne? Da drüben läuft einer. Ne, den haben wir da oben. Das sind ganz schön viele. Den Verband, der war es mir jetzt wert. Okay, also Premium-Pfeile. Das macht gerade richtig Laune. Die sind ja wie die Fliegen. Ist die 9 mm? Boah, die könnten wir auch mal ein bisschen verschießen. Auf jeden Fall ist da vorne eine Kiste. Ich meine, die Kisten hier unten waren immer gefühlt nur geil. Gewehrpatronen, ein Verband. Oh, sehr schön. Deswegen sind wir noch mehr schwarze Steine. Leber und noch ein Verband. Oh, nice. Da unten ist zumindest ein Kristall. Nein, 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 nein. 65? Ich glaube, die 66 kommt hin, tatsächlich. Oh yeah. Und direkt wieder Stoff. Moment, Moment. Ich habe was zum
Hände waschen vergessen. Schwanzkristall! Das mit dem Blut an der Hand ist jetzt wirklich ein bisschen doof. Witzig, genau dafür hatte ich die Revolver mitgenommen. Ankommen lassen, oder? Oh. Oh. Okay, also wir kommen auch nicht an so sonderlich viel von dem Zeug. Haben wir jetzt 4, ne? Ne, 8? 8? 8. Da vorne ist noch welches? Ja, okay. Nur ein bisschen mosern und dann kommt das Zeug schon. Wie immer. Ist da oben auch. Oh, super. Ah, ich glaube, ich gehe da eigentlich zum Ende waschen tatsächlich hoch. Müsste ja irgendwie klappen. Da ist noch eine Kiste. Das Kristall nachgespawnt. Aber du bist normaler, ne? Jo. Oh, Spitzhacke. Mein Kletterkram hier. Und ich auf die 1. Geht mit der Spitzhacke genauso schnell wie mit dem. Oh mein Gott, Hände waschen. Jackpot! Woo! Und DOS haben wir auch. Ja gut, hier. Okay. Das heißt, wir haben noch eine kleine Verlängerung jetzt hier rausgehandelt. Geil. Dann bleiben wir natürlich auch noch länger. Problem ist natürlich wegen Getränken. Ich habe es etwas unterschätzt, ich hätte mehr mitnehmen sollen. Wie weit können wir mit dem Revolver? Tatsächlich bist du Stufe 3 Fledermäuse einfach umnieten. Da bin ich.
kommt man wieder hoch, ne? Oh, Pfeile holen wieder. Aber das klappt so gut mit denen. Na du? Blut ich ja schon wieder. Egal. Ihr habt mir mittlerweile so viele Verbände hier unten beschafft, dass mir das irgendwie egal ist. Klamotten auch Top-Zustand. Ah, ich muss trotzdem gleich abbrechen. Wir müssen trinken. Mit ganz viel Glück finde ich hier gleich noch eine Kiste, wo was drin ist. Du rettest mich auch ein bisschen. Zögerst das Ganze noch ein bisschen raus. Ja, okay, aber haben wir unten den Lava-Bereich schon wieder komplett gesehen? Perfekt. Gehen einmal zurück. Trinken was. Oder können wir hier unten weitermachen? Oh, geil. Beziehungsweise, ich würde natürlich dann gleich einmal Loot-Kontrolle machen. Also erst sobald wir in der Kiste wieder sind. Ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten, weil unser Wasser wird nicht mehr werden, außer wir finden noch welches. Kiste. Oh, wunderbar, wunderbar. Aber auch dann laufe ich erstmal zur Kiste hoch. Komm. Wenn wir schon die Axt haben, machen wir es mit der Axt. Brandpatronen! Ja, nee! Ich krieg hier einfach fertige Brandpatronen aus der Kiste. Gut. Kein Problem, Spiel. Ich mag die Brandpatronen echt gerne. Oh. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob hier neue Kristalle gespawnt sind. Natürlich muss der Weg so direkt wie möglich werden. Mach her und mach eine Kehrtwende. Aber das Schwarzkristall. Das ist das, weshalb wir hier sind. Das würde ich jetzt erstmal als wichtigstes identifizieren. Ich glaube nämlich nicht, dass ich bei Durst direkt umfalle. Ich sehe gerade nur, meine Ausdauer geht halt extrem runter. Okay, wir sind bei 0%, glaube ich. Du überhitzt, trink etwas, ja. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Ande! Gut, ich kann mich noch einmal gegenheilen. Gut, ich kann mich noch mehrfach gegenheilen. Also eigentlich gar nicht so ein Stress, bitte. Moment. Wenn da was drin ist. Komm her, komm her, komm her. Kraftkit. Und Revolvermunition. Gut. Vielleicht habe ich da auch die Ausdauerkits her gehabt, nachdem ich da oben gefragt habe. Phosphor nehme ich auch noch mit. Man kommt ja jetzt nicht so oft hier unten vorbei. Und mir fällt gerade an, ich muss den Weg erstmal wieder finden, ne? Oh, verdammt! Oh!
bin mir gerade nicht ganz sicher, wo es lang ging. Das sieht zumindest schon mal nicht falsch aus. Oh, Pilz. Der? Macht es uns zumindest mal erträglicher. Oh, verdammt, ich muss den Weg wieder finden. Oh. Oh, hier, ich glaube, hier ist er. Okay, Glück gehabt. Und Schwarzkristall auf dem Weg. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Darum müssen wir hin. Oh, herrlich. Und dann machen wir uns auch mal fit. Obwohl, das ist normaler Kristall, ne? Ja. Immerhin. Oh, ist jetzt ein kleiner Wettstreit mit unserer Lifeleiste. Ich würde dieses Medikit wirklich, wirklich gern versuchen zu vermeiden. Zu nutzen. Vor allem meine Ausdauer regeneriert sich einfach, während ich hier hochkletter. Die Logik gefällt mir. So, jetzt habe ich nur noch Durst. Und kein Überhitzen mehr. Gut. Ja, der Durst ist... Und Hunger auch? Ja gut, wir haben alles da. Trink was. So. Lootkontrolle. Also, wir haben... normale Federn. Na, danke. Ein fertigen Granatenpfeil, okay. Legierungsblech, Schrotflinte und Munition lasse ich mal dabei. Was haben wir hier? Baumwollsamen, super. Munition für die Doppelläufige. Das ist okay. Waffenteile. 26 Schwarzkristall. Ich stapel Munition doch mal hier drauf mit. Kohle brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Ich lasse sie mal bei mir. Die Pfeile kommen mit. Das Wasser kommt mit. Wir gehen nämlich einfach nochmal runter. Spitzhacke kommt mit. Nochmal trinken. Bisschen Protein brauche ich. Ja, schon ist uns mit unserem Wasser echt nicht mehr so gut. Wir haben nur zwei Flaschen, die wir mit runternehmen können. Die anderen zwei brauche ich, um sicher zurückzukommen. Ja, das Fleisch kann weg. Das verarbeiten wir jetzt hier eh nicht. Du stapelst noch. Ja, ich krieg nicht mehr so viel drauf hier. Ärgerlich. Ja, Feuerstarter-Kit, den Stab. Das kann ich noch stapeln. Euch auch? Gut. Runde 2. So, was hat, hier habe ich das Fleisch hingeschmissen, ne?
werde noch eine Portion von dem Gemüse-Chutney mitnehmen. Also damit ich nicht ganz so was mitgenommen habe, wir werden eins da jetzt essen. Oh. Ganz wichtig. Einfach nur, weil wir es dabei haben. So, jetzt muss ich gleich mehr aufpassen mit der Ausdauer. Wir sollten da unten nicht mehr so viel sprinten. Ich glaube, da kommen wir etwas länger mit unseren Nährstoffen her. Und sollten wir nochmal eine Tour hier runter machen müssen, weil irgendwas nicht reicht von dem, was wir uns da jetzt geholt haben. Nehme ich gleich alles Wasser mit und werde nicht so falsch sparsam sein. Liveball noch ein bisschen, bis regeneriert ist. Das ist okay. Ich glaube, da hinten haben wir direkt Kristall, wenn ich das richtig sehe. Komm, komm. Und ich sprinte direkt wieder, nachdem ich gesagt habe, wir sollten nicht so viel sprinten. Wir sprinten nicht mehr so viel. Böser. Böser Kojampel. So. Schwarzkristall. Perfekt. Rechts rum. Genau, dann da hoch. Zumindest habe ich mich da jetzt nicht mehr so viel verlaufen. Das ist auch gut. Auch wenn ich gebe zu, das war jetzt gerade, wo wir so durstig waren, doch schon unangenehm, will ich mal sagen. Wenn man nicht mal weiß, ob man ankommt. Das war, nicht so gut. Nicht so gut. Ich schätze mal, die nächste Folge wird eine Mischung sein aus hier unten weiter looten und der Rückweg nach Hause. Ich werde jetzt hier auch nicht 3-4 Folgen am Stück unten sein, weil unsere Tiere müssen versorgt werden, die Pflanzen müssen versorgt werden und wir haben ja schon einiges an Ressourcen rausgeholt. Muss ihr Bescheid wisst. Lass ich sie jetzt liegen? Um mich nicht zu infizieren oder nehme ich es mit? Komm. Was soll diese Vorsichtsmaßnahmen hier? Es will doch kein Mensch, dass ich vorsichtig bin. Achso, nicht so viel sprinten, nicht so viel sprinten. In einer Notsituation, okay, da sprinte ich noch. Aber wir befinden uns gerade in keiner. Die Sache, wenn die Fledermäuse nachspawnen, spawnen vielleicht auch die Menschen wieder. Die Kisten oder die Kristalle? Alles eine gute Frage. Ist hier nicht so viel los. Ja gut, wenn wir nichts finden, weiß ich auch nicht, ob wir nächste Folge noch so viel machen müssen hier. Aber ich würde mal sagen, da machen wir jetzt hier für heute zumindest schon mal Schluss. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer super gerne Wertung da lassen. Oh, es ist immer so aufregend, unten in dieser Höhle zu sein. Machen wir nächste Folge dann vielleicht nochmal 10 Minuten unten in der Höhle.
grob. Und dann machen wir uns mal wieder auf dem Rückweg. Ich muss mal schauen, was ich an Sachen alles mitgenommen kriege. Das kann noch mal recht witzig werden. Und dann geht's ans Auto bauen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.